Herzlich willkommen zum Schulsportmagazin Schule bewegt. Heute haben wir eine etwas andere Location. Wir sind nämlich am Ort des Geschehens in einer Basketballhalle, im Wolfsdome. Und ganz im Zeichen von Basketball wird auch unsere heutige Sendung sein. Nachwuchstraining, Profisport, Basketballakademie, all das werden wir euch heute zeigen. Anfangen werden wir aber mit den Kleinsten, nämlich mit den Volksschülern. Wir schauen uns an, wie die Trainer und die Schüler das Basketballtraining gestalten. Kurze Spielpause nutzen wir jetzt, um die Kinder ein bisschen zu befragen. Wie sehr macht dir das Basketballspielen Spaß? Wir haben so Werfen gemacht und dann wir haben kurz laufen. Wie lange spielt ihr schon Basketball? Wir spielen schon 3 Minuten. 3 Minuten schon? Nein. Drei. Ein bisschen länger, gell? Okay, ich glaube, da hat irgendwer... Du hast aufgezeigt. Ich kann besonders gut Basketball spielen, aber wenn ich parke, spiele ich immer Basketball und Fußball. Okay. Und... dann haben wir mit diesem kleinen Korb geschossen. Mhm. Warte kurz. Da war nämlich ein Mädchen. Sie hat mir nämlich schon vorher verraten, sie tut so gerne Basketball spielen. Du machst es ein bisschen öfter, gell? Ja. Wie oft gehst denn du Basketball spielen? Nicht sehr oft, aber ich kann es. Du kannst es. Also freust du dich, dass du mit der Klasse auch mal Basketball spielen gehen kannst? Ja. Und was ist so besonders am Basketball? Das Dribbeln und das Fangen und das Schießen. Man sieht, den Kindern macht es Spaß. Die Pause ist fertig. Wir gehen jetzt nochmal aufs Feld und spielen ein bisschen. Es ist ja gar nicht so einfach, einen Haufen kleiner Kinder so zusammenzuhalten, dass sie auch brav spielen. Und einer, der dafür verantwortlich ist, steht jetzt bei mir, Herr Saracevic. Wie spannend ist es, mit den Volksschülern das Training zu machen? Extrem spannend. Also gerade bei den Kleinsten sieht man sehr oft eben die Freude extremer als bei den Älteren. Die über jeden kleinen Erfolg freuen sie sich extrem. Und das ist eben genau das, was uns so Trainer, sag ich mal, so glücklich macht. Sie sind ja unter anderem auch für die Volksschulkooperationen zuständig. Wie viele Kinder betreuen Sie da und wie viele Trainer sind dafür zuständig? Also dieses Jahr haben wir eben dieses Volksschulprojekt in Kooperation mit der Volksbank Wien-Baden aufgezogen und wir haben insgesamt 9 Partnerschulen, in denen wir über 2000 Kinder betreuen. Unser Trainerteam besteht aus 20 Trainern, die dann eben abwechselnd in die Schulen gehen und dort eben dieses Programm abwickeln. Also ihr seid hauptsächlich in den Schulen, das heißt heute ist es eigentlich etwas Besonderes, dass die Kinder hier im Wolfsdome sind. Genau, normalerweise kommen wir in die Schulen, heute haben wir eben diese Gruppe zu uns eingeladen und es wird im Mai dann einen großen finalen Event geben, der auch hier stattfinden wird, wo dann alle Schulen, die Interesse haben, herkommen werden und gegeneinander antreten, verschiedene Parcours absolvieren. Ja. Sie sind jetzt auch noch der Leiter der Mädchensparte. Unterschied zwischen dem Training mit Burschen und Mädchen, wie kann man sich das vorstellen? Also wir bemühen uns eigentlich als Leistungsverein, dass wir da diesen Unterschied möglichst gering halten.
Ich bin ja auch Trainer in der Mädchensparte und habe immer versucht, mit den Mädchen genauso zu arbeiten wie mit den Burschen. Man muss natürlich ein bisschen Rücksicht auf gewisse Sachen nehmen, vor allem im athletischen Bereich muss man eben doch ein bisschen anders trainieren. Aber was das Disziplinäre oder das Charakterliche angeht, versuche ich mit denen im Prinzip genauso zu arbeiten wie mit den Burschen. Ab und zu muss man natürlich ein bisschen, sag ich mal, mehr Psychotherapeut spielen und solche Sachen, aber das gehört dazu und das macht ja auch Spaß. Ein bisschen sensibler sein. Wie viele Mädchen sind denn hier in der Akademie bzw. im Wulfsdom sozusagen? In der Akademie haben wir momentan 5 Mädchen. Das ist jetzt eben das erste Jahr, dass Mädchen dazugekommen sind. Im gesamten Verein sind es jetzt schon über 40. Da können aber auch die älteren Damen schon dazu, die, sag ich mal, aus dem Nachwuchskonzept schon draußen sind. Im Nachwuchsbereich haben wir momentan ca. 25 Mädchen. Ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass Basketball eher so als Burschensportart definiert wird und Volleyball eher als Mädchensportart. Sie machen auch Nachwuchsarbeit. Wie kann man sich das vorstellen, jetzt eben bei so vielen Verpflichtungen, die Sie zu tun haben? Wie schaut das so ein Tag aus? Stehen Sie wirklich den ganzen Tag in der Halle? Nein, also den ganzen Tag nicht. Ich bemühe mich natürlich so viel wie möglich in der Halle zu stehen, weil das ist eben genau das, was mir Spaß macht. Aber momentan schaut mein Tagesablauf so aus, dass ich vormittags 2 Stunden in der Akademie bin, hier in der Halle Training mache. Danach habe ich recht viele organisatorische Sachen, die ich machen muss, am Computer E-Mails bearbeiten oder ähnliches, beziehungsweise eben auch die Volksschulprojekte. Und normalerweise geht es dann ab 5 weiter in der Halle mit dem Training am Nachmittag. Das sind dann die Mannschaften, wo ich dann eben auch eine U14 und eine U16 betreue. Als leidenschaftlicher Basketballer, Basketballtrainer könnte man sagen, dass man hier wirklich gute Bedingungen hat, um all dieses Programm auch durchzuführen. Ja, total. Also ich bin überzeugt, dass wir gerade in Österreich hier perfekte Bedingungen haben. Es gibt keine Halle, die auch nur annähernd so groß ist oder diese Möglichkeiten bietet mit 11 Körben. Mit diesem tollen Boden, also das ist wirklich perfekt. Das Trainerteam ist in meinen Augen auch ein ausgezeichnetes, also wir arbeiten eng zusammen, wir sind sehr abgesprochen, von dem her, glaube ich, gibt es kaum bessere Bedingungen in Österreich. Ja. Ja, und genau um das geht es, auch das Training nicht nur die Nachwuchskinder, sondern auch die größeren, nämlich die Oberstufenkinder, und die sind in der Akademie und das schauen wir uns jetzt an. Du spielst jetzt hier Basketball, gehst auch in die Basketballakademie. Ja. Wie wichtig ist es für dich, diese Kooperation zu haben zwischen Schule und Sport? Also, es ist sehr wichtig, weil es eine Chance, die nicht jeder hat. Es ist eine unglaubliche Erfahrung, man lernt viel. Man lernt auch viele Leute kennen, mit denen man auch zusammen lernt, mit denen man zusammen trainiert. Es fördert auch die Teamchemie. Wie wichtig ist es, oder vor allem, was nimmst du mit, wenn du dann von der Schule zum Training gehst? Bist du dann irgendwie aufnahmefähiger dadurch, dass du ein bisschen mehr trainieren hast und mehr Zeit hast, dich auch für die Schule zu konzentrieren? Natürlich, ich meine, es ist zwar anstrengend, aber es ist, man geht motiviert zum Training, man geht dann auch motiviert weg zum Training, zur Schule. Man lernt auch viel besser. Also, wenn man mit seinen Teamkameraden im Feld ist, auch in der Schule, in der Klasse, ist auch. Was ist es, was das Basketball so spannend macht? Ja, gute Frage. Es ist einfach der Teamgeist. Auch man spielt zusammen auf dem Feld, man ist mit seinen Teamkameraden. Man kann sich auch immer auf sich verlassen. Man braucht einfach Ehrgeiz, man braucht auch Ehre, um auf dem Feld zu sein halt. Wir sehen ja auch, es sind auch Mädchen hier. Und ihr habt ja die Chance, auch seit einem Jahr in die Basketballakademie zu gehen, bedeutet eben Training und Schule. Wie wichtig ist es vor allem eben für Mädchen, diese Chance zu haben? Naja, es ist praktisch, weil wir jetzt eben Schule und Training gemischt haben. Und jetzt haben wir eben doppelt so viel Training und dadurch können wir auch besser werden.
Ja. Vor allem jetzt, dadurch, dass Basketball in Österreich nicht so mega populär ist, gehört leider noch immer zu den Randsportarten. Wie kommt man als Mädchen überhaupt dazu, Basketball zu spielen? Ich bin durch den Bruder einer sehr guten Freundin dazu gekommen, die auch hier spielt und auch in die Akademie geht. Und haben wir gemeinsam damit begonnen. Und was ist es, was das Basketball so spannend macht? Ich denke, es macht Spaß, in einem Team zu sein und man kann neue Freunde kennenlernen. Und es macht doch Spaß, wenn ein spannendes Match ist und wenn man dann als Team gewinnen kann. Wir haben jetzt von den Jugendlichen gehört, wie viel Spaß ihnen Basketball macht. Herr Kaineder, Sie sind Leiter der Basketballakademie. Wie viel Spaß macht es Ihnen? Ja, es macht sehr viel Spaß. Es ist toll, diese Möglichkeit zu haben, auch am Vormittag zu trainieren und wirklich leistungsmäßig diesen Sport zu verfolgen. Und es ist schön zu sehen, dass Jugendliche dieses Angebot so annehmen und mit so viel Einsatz trainieren. Sie sind Leiter der Basketballakademie. Das heißt, Sie stehen hier in der Basketballhalle, sind Trainer. Sind Sie auch für andere Sachen zuständig, wie zum Beispiel Organisation? Ja, also wir arbeiten ganz eng mit der Schule zusammen, mit dem Ballsportgymnasium Wien, wo alle Sportler von uns, die am Vormittag bei uns trainieren, in die Schule gehen. Die Stundenpläne sind abgestimmt, dass die Jungs und Mädchen am Vormittag trainieren können, Mittagessen können nach dem Training noch und dann in die Schule fahren. Und die Schule auch so aufhört wieder, dass ein Nachmittagstraining realisierbar ist. Wenn die Mädchen und Burschen jetzt von der Schule zum Training kommen, was bringen sie alles mit? Sind sie ein bisschen aufnahmefähiger, um dann eben auch dieses Training besser absolvieren zu können? Ja, ist nicht ganz leicht. Also am Vormittag 2 Stunden trainieren, Schule und dann nochmal trainieren, ist eine hohe Belastung. Und gerade für die, die in die 5. Klasse neu einsteigen, ist der Umstieg nicht so einfach. Aber in der Schule wird auch daran gearbeitet, am Zeitmanagement für die jungen Leute, dass sie solche Sachen hinbekommen und Lücken, die sie haben zwischen Schule und Training, nützen für Lernen, zum Beispiel hier im Restaurant oder bei uns im Büro, damit diese Zeit für sinnvolle Dinge genutzt werden kann. Ich habe jetzt gesehen, es gibt sehr viele Burschen und eher relativ wenige Mädchen. Wie viele Mädchen gibt es genau in der Basketballakademie? In der Basketballakademie gibt es 5 Mädchen. Wir haben aber erst vor 2 Jahren überhaupt mit der Mädchensparte Basketball begonnen und erst dieses Jahr Mädchen erstmals in die Akademie bekommen. Die Burschen sind jetzt im 5. Jahrgang und deshalb haben wir einfach mehr Burschen als Mädchen. Was könnte man tun, um vielleicht noch mehr Mädchen zum Basketballspielen zu animieren? Ich glaube, früher in die Schulen gehen und den Basketballsport vorstellen. Basketball ist noch immer eine Randsportart in Österreich. Und ich glaube, wenn man in den Volksschulen Basketball früher vorstellt, bekommen sicher auch mehr Mädchen Lust auf Basketball. Bei euch gibt es sehr viele Wettkämpfe, aber Basketball wird auch in Schulen gespielt und es gibt auch sehr viele Schulwettkämpfe. Wir waren in Vorarlberg bei den School Olympics im Basketball. Das große Finale bei den Burschen ist nicht nur hochklassig, sondern auch hochdramatisch. Die HTL Otterkring aus Wien in den roten Trikots erwischt den besseren Start und kann sich gleich im ersten Viertel ein paar Punkte absetzen. Martin Thürmal setzt zu Beginn die Akzente mit guten Würfen und schönen Dribblings. Wir wussten, dass es immer so sein wird, dass eine Mannschaft einen Lauf haben wird, dann wird die andere Mannschaft wieder einen Lauf haben. Wir haben immer gewusst, wir können auch wiederum aufholen, wenn wir einen Rückstand sehen. Der Lauf der Gmundner beginnt im 2. Viertel. Bis zur Pause können sich die Oberösterreicher sogar eine knappe Führung herausspielen. Alexander Spreitzer mit einem traumhaften Dreier. In der 2. Hälfte entwickelt sich dann eine extrem ausgeglichene Partie. Die Schlussphase ist nichts für schwache Nerven. Gmunden führt 4 Minuten vor Ende mit 6 Punkten. Dann kommen die Wiener noch einmal auf 3 Zähler heran. Am Ende feiert das Bundesrealgymnasium aus Gmunden, angeführt vom starken Matthias Lienorter, einen 69:61 Sieg und holt den 3. Titel seit Einführung der Schulolympics.
unglaublich. Also es war von vornherein unser Ziel, dass wir den Titel von früher in der Unterstufe verteidigen. Und dass uns das jetzt gelungen ist, ist unglaublich. Also das Turnier von Anfang an so perfekt gelaufen und ich bin wirklich froh. Die sind so straight, die Burschen, die sind so geerdet, dass sie gewusst haben, wir sind gut, aber wir müssen immer wieder aufs nächste Spiel schauen. Und die haben das perfekt gemacht. Kein Spieler in meiner Mannschaft hat die Nase in der Höhe, oder die sind alles tolle Typen. Und darum war es dann, das schlussendlich fertig zu bringen, ein hartes Stück Arbeit, aber es war klar. Klar ist damit auch, dass die Wiener ihren Titel nicht verteidigen können. Nach einem tollen Start leisten sich die Burschen der HTL Otterkring zu viele Fehlwürfe. Ich habe nicht viel getroffen heute im Match und ja, wir haben als Mannschaft gekämpft bis zum Schluss, aber es hat dann am Ende am Scoreboard dort nicht gereicht und ja, sehr enttäuscht. Insgesamt haben über 1000 Schüler aus 100 Schulen an der Qualifikation teilgenommen. Die Tendenz ist derzeit allerdings rückläufig. In den 90er Jahren waren zeitweise über 200 Schulen am Start. Ich sehe das sehr kritisch. Es ist von den Lehrern her zu verantworten, weil es wird den Lehrern immer wieder mehr Überstunden aufgegeben. Sie bekommen nicht gezahlt, wenn sie wegfahren zu einer Schulmeisterschaft. Sie bekommen es nicht gezahlt, wenn sie rausgehen aus der Schule. Sie müssen sich zusätzlich in ihrer Freizeit das Engagement liefern. Und diese Benachteiligung sinkt einfach. Und dadurch kämpfen wir auch im Schulbasketball in ganz Österreich mit sinkenden Teilnehmerschulen. Das Finale bei den Mädchen verläuft deutlich einseitiger. Das BRG Seebach aus Graz in den grünen Trikots dominiert von der ersten Minute das Geschehen. Die Angriffe laufen praktisch immer über Simone Schwarzinger mit der Nummer 9. Die U18-Teamspielerin besticht durch Übersicht und genaue Zuspiele. Die Mädchen vom Gymnasium Paarhammerplatz bekommen Schwarzinger und Rosalba Xori kaum unter Kontrolle. Wir waren guter Dinge und wir waren voll motiviert und es war einfach super dabei zu sein. Also hat gepasst. Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich kaum etwas. Bei den Wienerinnen kann sich zwar Olivia Bauer immer wieder gut in Szene setzen. Die körperliche Unterlegenheit lässt sich aber auch mit viel Kampfgeist nicht kompensieren. Wir sind trotzdem sehr zufrieden, denn wir haben gut gekämpft, besonders dann im dritten und vierten Viertel. Und ja, die anderen waren einfach sehr stark, weil sie zwei Nationalteam-Spielerinnen hatten und wir sind zufrieden mit unserer Leistung. Mit einem klaren 61:40 feiert das BRG Seebacher nach zahlreichen Finalniederlagen den ersten Titel in der Oberstufe seit Einführung der Schulolympics. Das war's mal wert, nach dreimal Finale und verloren, das letzte jetzt endlich gewonnen. Guter Abschluss. Es ist Gott sei Dank schon zum zweiten Mal. Für mich aber ein ganz besonderer Anlass, weil es das letzte Mal für mich ist. Nach ungefähr 30 Jahren kann ich meine Karriere als Schulcoach mit einem Sieg abschließen. Und das ist für mich ganz besonders schön. Wie man in den Finalspielen sieht, ist das Niveau sehr hoch. Natürlich gibt es Unterschiede in der Klasse, aber grundsätzlich kann man schon von einem sehr hohen Niveau sprechen. Und wie es sich für College-Mannschaften gehört, haben sich die siegreichen Jungs aus Gmunden noch ein paar Erinnerungsstücke gesichert. Wir haben jetzt das Training von den Kleinsten bis zu den Größten gesehen und jemand, der für all das verantwortlich ist und auch noch Lehrer am Ballsportgymnasium ist, ist jetzt bei mir Herr Andreas Schnedl. Herr Schnedl. Sie sind ja eben so eine Art Koordinator von all dem Ganzen. Sehen Sie sich mehr als Lehrer oder als Trainer? Naja, dadurch, dass ich eben viel mit Jugendlichen arbeite, ist es eigentlich auch ein Lehrerjob, wenn ich in der Basketballhalle bin. In der Schule bringe ich ihnen Geschichte und Sportkunde bei und da in der Halle ist es im Basketball. Wie funktioniert das? Sind die Schüler, die Sie quasi als Lehrer und Trainer haben, eher so Herr Lehrer oder Herr Trainer? Naja, dadurch, dass ich viele von Ihnen kenne, seit die 7 oder 8 Jahre alt sind, bin ich da Andi einfach für Sie. Das ist ja sehr interessant. Sie sind auch Trainer der U12-Nachwuchsmannschaft. Was ist das für eine Herausforderung? Naja, da bei den Kleinen geht es darum, dass man ihnen die Freude am Spiel eigentlich erstmal vermittelt, dass es wie viel Spaß es macht, gemeinsam Ziele zu erreichen, sich gemeinsam zu verbessern und die wichtigsten Fähigkeiten einmal zu lernen. Das ist ein ganz entscheidendes Alter, was später mal aus ihnen werden kann. Also es ist eine große Verantwortung auch. Und was ist es jetzt für ein Unterschied, wenn man eben die U12 trainiert und dann auch Jugendliche, die ja schon in der Oberstufe sind? Naja, in der Oberstufe wird es natürlich viel ernsthafter, das Training auch. Da wissen die Jugendlichen eigentlich schon viel genauer dann, wo es hingehen soll. Die Kleinen träumen natürlich noch von der NBA.
bei den Spielern im OAG wird schon viel konkreter. Die wissen dann schon, die und die Position möchte ich vielleicht einmal in der Bundesliga oder im näheren Ausland, in Deutschland zum Beispiel, mal schaffen. Da gibt es schon viel konkretere Ziele. Bei den Minis, bei der U12, da ist also noch sehr viel Spaß und sehr viel Begeisterung dabei, viel Überschwang und ja, die großen Träume mal. Und das ist ja toll und da wollen wir die Kids auch hinbekommen, das ist klar. Wenn man jetzt Basketballprofi werden will, können Sie jemanden raten, eben wirklich diesen Weg einzuschlagen und zu sagen, okay, diese Ballsportakademie auch als Talenteschmiede, um weiter dann Basketballkarriere machen zu können? Nein, da geht es um zwei Dinge. Erstens einmal, dass wir in Österreich wirklich Kids die Möglichkeit bieten wollen, Profi zu werden. Das ist eben an eine gewisse Anzahl an Trainingsstunden nur ganz schwer möglich. Das haben die erfolgreichen anderen Länder vorgezeigt. Und das andere ist natürlich, wie es im Sport überall ist, man ist Verletzungen nicht gefeit. Ja? Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir den Kids das zweite Standbein bieten, eine grundsolide Ausbildung, eine Matura, die Möglichkeit einmal studieren zu können auch. Ich weiß es selber, wie gut es ist, wenn man eben in einen Sportort geht und nebenbei Sport machen kann. Es ist jetzt auch schon lange her, dass ich in einem Gymnasium war, aber trotzdem würde ich gerne mal versuchen, bei den Jungs und Mädels mitzuspielen. Wäre das in Ordnung? Ja, unbedingt. Unbedingt, auf jeden Fall, gerne. Machen wir das. Super, danke vielmals. Gerne. Ich durfte heute schon sehr viel schwitzen, anstrengend war es, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und den Mann, der für alles verantwortlich ist, habe ich jetzt bei mir, Herr Horak. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Basketballakademie, Basketballschule, also all das miteinander zu verbinden? Naja, die Grundidee war, ein Gesamtkunstwerk zu bauen und eine Pyramide zu bauen. Wir haben gesagt, es muss eigentlich unten beginnen. Es gibt sehr viele Sportvereine, die versuchen, die Pyramide am Kopf stehen zu bauen und beginnen mit einer Profimannschaft. Wir haben gesagt, wir beginnen bei den Allerjüngsten. Wir gehen in die Schulen, promoten dort diese Sportart und schauen, ob die Kinder dann zu uns in den Verein kommen wollen. Und dann gehen wir mit ihnen Stufe für Stufe bis vielleicht in die NBA einmal. Was ist alles notwendig, um das alles umzusetzen? Ja, ganz viel. Also sehr viel Herzblut natürlich, sehr viele helfende Hände, sehr viel Ehrenamtlichkeit, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Begeisterung. Aber auch eine Vision zu haben, wo man eigentlich einmal hin will, ein gemeinsames Ziel zu haben und unter diesem Dach möglichst viele Menschen zu vereinen, die Spaß haben, dieses Gesamtkunstwerk zu errichten. Man hat es bei den Kleinsten gesehen, bei den großen Basketballspielen macht sehr viel Spaß. Wie sehen Sie all das und wie wichtig ist es auch für einen Verein, schon eben in den Schulen anzufangen? Ja, ganz wichtig, weil wir heute einfach Bewegungsdefizite haben. Unser größter Mitbewerber ist der Computer und das Smartphone, was auf der einen Seite sehr wichtig ist, weil die Kinder die digitale Kompetenz brauchen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir auch eine Körper- und eine Seelenkompetenz und wir müssen uns bewegen. Und daher diese beiden Dinge gleichzeitig ins Leben von Kindern eintreten zu lassen, ist, glaube ich, das A und O. Weil in dem Alter, mit 6, 7 Jahren, haben sie noch den natürlichen Bewegungsdrang. Und wir müssen nichts anderes machen, als links und rechts ein bisschen zu leiten und zu lenken. Basketball ist leider noch immer in Österreich eher eine Randsportart. Sie tun so viel, sie geben sich so viel Mühe. Wie sehr blutet das Basketballerherz, wenn man sieht, dass man doch noch immer nicht so sehr medial dahinter steht? Das ist eine gute Frage und wir haben eine Antwort darauf, weil wir glauben, dass Basketball eine urbane Weltsportart ist. Und wir sehen natürlich, dass heute durch neue Dienste, gerade auch durch Smartphones, durch Computer, durch Breitbandnetze, die Welt zusammenwächst und damit auch die Kinder in Österreich viel stärker involviert werden mit der Sportart Basketball und damit infiziert werden. Also wir glauben, dass da die Zeit für uns arbeitet. Ja, ganz leicht sieht es nicht aus. Und so sehr auch Basketballspielen Spaß macht, aber ein bisschen Krafttraining gehört dazu, wie in jeder Sportart. Und was macht ihr da jetzt genau? Wir machen Deadlifts, das ist für Explosivkraft in den Gluten. Mhm. Dahinter nennt man das auch. Und ja, das braucht man zum Springen beim Basketball. Ich sehe Kettlebells, 20 Kilo. Geht es auch mit weniger, mit mehr? Naja, also wir fangen dann mit weniger Gewicht, um die Technik zu schulen. Und dann nehmen wir mehr, um die Kraft aufzubauen. Darf ich kurz ausprobieren, ob ich das auch kann? So.
Machst du es gut? Ja, also ich würde sagen, es funktioniert eigentlich ganz gut. Was tut ihr sonst noch, außer mit Kettlebells trainieren? Also wir haben jetzt dieses Jahr mit dem funktionellen Training angefangen. Das ist alles, was man mit freien Gewichten machen kann. Und versuchen dadurch ein bisschen mobiler zu werden und natürlich die Basketballelemente ins Krafttraining einzubauen. Und da machen wir alles Mögliche eben mit diesen freien Gewichten von Lunges, Quads, Liegestütz, alles, was eigentlich viel mit dem eigenen Körpergewicht zu tun hat. Kenne ich auch, habe ich auch selber sehr viel gemacht, habe eher so diese klassischen Kraftkammergeräte gemieden. Wie sieht das bei euch aus? Ja, die meinen wir auch eher, damit die nicht so statisch werden. Und naja, wir brauchen ja nicht riesen Muskeln und Bodybuilding bepackt zu sein, sondern eher schnell und agil zu sein. Und wie sieht das mit dem Laufen aus? Tut sie auch ein bisschen irgendwie so extra Laufübungen machen, um die Schnelligkeit auch zu verbessern? Ja, wir haben Laufschulung. Und da wird die Lauftechnik geschult. Aber jetzt extra aufs Laufen konzentrieren wir uns irgendwie nicht. Das kriegen wir am Abend hin. Und ja, das können wir eigentlich eh ganz gut. Wie viel Zeit nimmt so ein Krafttraining in Anspruch im Vergleich zum Basketballtraining? Okay, wir haben viermal in der Woche in der Früh Training. Dienstag und Donnerstag ist Krafttraining eingebaut. Die reine Trainingszeit ohne Aufwärmen ist circa 1,5 Stunden. Und von den 1,5 Stunden sind 45 Minuten circa Krafttraining. Was macht mehr Spaß? Krafttraining oder Basketball spielen? Ganz klar Basketball spielen, aber das Krafttraining gehört natürlich dazu. Ah ja, ist jetzt so. Ja, also ich würde sagen, so schaut das hier aus und ich tue jetzt noch ein bisschen mitmachen mit den Jungs. So. Einarmige Pulls, wechselnd rechts und links, alternierend mit Josh und Jakob. Ja, Spannung im Rumpf, Schritt nach hinten und schön dynamisch in den Zug hinein. Also ich muss ehrlich gestehen, für mich schaut das ein bisschen mehr nach so Schwimmübungen aus als Basketball. Was genau machen die Jungs? Also wir versuchen funktionell zu trainieren. Das heißt, ganze Schlingen im Körper anzusprechen und nicht nur einzelne Muskeln isoliert, damit sie das Krafttraining aktiv umsetzen können beim Spielen. Es ist natürlich wichtig, dass man körperlich fit ist. Im Basketball wäre stabiler ist, verletzt sich seltener, wer schneller ist und höher springen kann, hat natürlich Vorteile auch im Spiel. Das versuchen wir umzusetzen. Und für was genau ist das jetzt gut oder von Vorteil? Also die Übung ist vor allem für den Rücken und für alle Muskeln, die am Zug beteiligt sind, also Bizeps plus Rücken. Und durch die Bewegung im Körper mit dem Schritt nach hinten sprechen wir den Rumpf an und die hintere Schlinge, dass sie einfach im Oberkörper stabilisieren müssen. Das ist ganz was anderes, als wenn ich auf einer Bank liege und nur so machen würde. Durch dieses dynamische Element sprechen wir einfach den ganzen Körper an. Also doch ein bisschen auch etwas, was mit Schnellkraft zu tun hat. Ja, auch genau. Wir machen vorbereitende Übungen natürlich, viel Techniktraining, damit wir später mit Maximalkrafttraining beginnen können. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass das technisch richtig beherrscht wird. Trauen Sie mir zu, dass ich das auch kann? Ja, denke ich schon. Darf ich es ausprobieren? Nach hinten steigen kann kurz dynamischer und dann weiter sein. Okay. Dass man da aus der Drehung dann wirklich auf den Rumpf passiert. Also ein bisschen schwimmerisch ist das schon irgendwie. Hier im Wolfsdome ist spielerisch ein bisschen Ruhe eingekehrt und wir schauen uns jetzt an, was sich sonst so in der Welt des Nachwuchssports getan hat. Im Rahmen einer festlichen Preisverleihung werden die herausragendsten Nachwuchstalente mit dem Jugendsportpreis geehrt. Förderstipendien im Wert von bis zu 5000 Euro sollen die jungen Talente zusätzlich motivieren. Wir haben ja schon 10-mal diesen Preis vergeben und
heute noch danken uns die Sportler, dass sie damals eine wirklich große Motivationsspritze bekommen haben und auch monetär natürlich das Geld zur Verfügung gestellt bekommen haben. Die Wahl wird von einer Fachjury aus Sport, Wirtschaft, Politik und Medien getroffen. Die bisherigen Gewinner sprechen für sich. Anna Fenninger und Marcel Hirscher zählen genauso zu den Preisträgern wie Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern. Die diesjährigen Sieger Julia Schweiger, Goldmedaillengewinnerin der Biathlon-Jugend-WM, und Mario Leitner, Kanu-Junioren-Weltmeister im Slalom, definieren ihre Ziele klar. Ich bin eigentlich ein Typ dafür, der was die Ziele braucht, dass er weiter arbeitet an sich und